Guten Morgen. Ich, Mongo, habe hier die Vorhänge offen gelassen. Und ich wurde heute Morgen hier richtig durchgebraten. Also die Sonne knallt hier mit 30 Grad drauf auf die Spiegel. Es waren hier bestimmt 36 Grad, als ich wach geworden bin in dem Raum. War schon mies beschissen. Aber ja, ich setze mich da jetzt auf den Balkon, trinke ein Wässerchen, nimm kurz mal die Luft zu mir. Und dann geht's heute endlich zu einem Barbershop und nachher zu einem Muay Thai Kampf. Soll wohl bestimmt ganz geil werden. Ich bin jetzt im Supermarkt. Mir wurde nämlich gesagt, ich soll viel Wasser trinken und Zwieback essen. Und ich muss mir ein Shampoo kaufen. Lol. Glaubst aber du, dass man hier checkt, was Zwieback ist, gell? Das hast du jetzt gedacht, Digga. So, wenn du das alles siehst, in einer anderen Sprache auch, ich habe das gesehen, das dachte ich, ist so von der Form wie unser Zwieback, aber das ist irgendein Buttertoast und da sieht doch aus, als ob irgendwas drauf ist. Nicht gut für meinen Magen. Und wenn du hier die anderen Sachen siehst, also ich bin hier völlig überfordert, sage ich dir so, wie es ist. Ich stehe hier seit einer halben Stunde in diesem Gang und ich finde einfach nichts, was wie Zwieback aussieht. Also ich habe eine Sache gefunden, die wie Zwieback aussieht, aber die ist halt nicht Zwieback, sondern Toast mit irgendeiner Butterscheiße drauf. Aber es muss doch hier irgendwo sein, Digga. Ja, absolut reingeschissen. Absolut reingeschissen. Ich glaube, ich nehme einfach trotzdem mal diese Buttertoast-Dinger. Ich sehe mich schon, wie ich so auf Pott sitze davon, ne? Cool! Die haben halt hier noch einen Gang. Aber hier haben die nur so Tux und nicht Zwieback. Ich habe schon überall geguckt, wo ich jedes einzelne Objekt. Aber alles ist irgendeine komische Scheiße. Und keine Ahnung, was für Sachen drin. Kann ich dir echt nicht erzählen. Oh. Nimm ich einfach die hier mit, ja. Scheiß drauf. Richtig schön deutsch. Also Freunde, wir fahren jetzt zum Barber. Ich habe einen gefunden, da muss ich mit dem Boot einmal so den Fluss rüber und das Boot fährt direkt bei mir los. Und dann nur ein kleines Stückchen laufen. Dann bin ich schon da. Passt perfekt halt, ne? Top. 90er Likes, ein paar Beutel verteilen. Steuerfrei Style, meine Freunde sind high. Ich will Gold um meinen Hals und Erfolg in der Schweiz. Ausbildung Jock, ja, sollte nicht sein. Guck, er raubt deine Kasse. Haut auf die Kacke, kauf deiner. Ich sag ehrlich, die Seiten sehen richtig geil aus. Oben muss ich mir noch so ein bisschen machen. Aber ich sag insgesamt, übel zufrieden mit dem Bree. Ich habe jetzt 7 Euro bezahlt umgerechnet. Auch voll okay. Und ich fand die Erfahrung ganz geil. Das war einfach in so einem, bei so einem Schneider. Die haben da so Anzüge und so maßgeschneidert. Und da hinten einfach im Raum, das war halt so ein Familiending, hatte der für sich seinen Friseurstand, sag ich mal. Korrekter Typ, gerade mal 18 Jahre alt und hat da im Familienbusiness ein bisschen gehasselt. Fand ich übel stark und bin auch echt übel zufrieden. Guter Mann. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg zum Muay Thai Stadion. Ich treffe mich da mit einer Thailänderin tatsächlich. Deswegen hoffe ich, dass mein Magen mich nicht komplett fickt über den Abend. Weil ich merke gerade schon, dass wieder ein bisschen das Brummeln im Magen losgeht. Ja, ich muss vorher auf jeden Fall nochmal irgendwie auf Toilette. Und dann geht's ab, Alter, in den Muay Thai Kampf, Alter. Ich hab schon ziemlich Bock, sage ich ehrlich. Die haben das irgendwie hier auch einfach jeden Tag als Attraktion. Denke ich mir, Digga, ich stehe von Düsseldorf, einfach jeden Tag so ein Boxkampf. Sogar mehrere, so richtig im Stadion, eigentlich ganz geil. Aber ich bin mal gespannt, wie voll das dann auch ist, wenn das wirklich jeden Tag ist, weil ist dann vielleicht nicht mehr so besonders. Mal gucken, wie voll der Hase sein wird. Thank you.
Okay, wir haben jetzt schon den nächsten Morgen. Ja, also Muay Thai Cup war übel cool. Ich hatte natürlich Time Luck, sein Urgroßvater. Immer wenn ich gefilmt habe, war zwar auch coole Sachen, aber die noch geileren Sachen waren immer, wenn ich nicht gefilmt habe. Also die haben sich ab und zu High Kicks gegeben. Mit so einer Perfektion, das hat so gescheppert, einfach bam, voll in die Fresse, Digga. Und die habe ich da so auf den Boden geworfen zwischendurch, war schon crazy. War eine sehr geile Erfahrung. Wir waren danach was essen. Digga, es war so unangenehm. Ich musste nach 10 Minuten zu dir sagen, ey, tut mir echt leid, ich habe 2 Happen gegessen. Ich so, ey, es tut mir echt leid, ich muss gehen, ich fühle mich nicht so wohl. Die dachte ich auch, hä, was geht? Ich habe mir direkt ein Taxi bestellt. Hab übel lang gebraucht nach Hause und zu Hause direkt losgeschissen, Digga. Geil! Ja, also musste ich den Abend leider ein bisschen früher beenden. Aber war übel geil, Muay Thai. Und ich bin mit meinem Barber echt zufrieden. Ich bin gerade erst wieder wach geworden, aber der hat die Seiten echt geil gemacht. Dickster Ehrenbruder.